willkommen nochmal im Volksparkstadion. Der Hamburger Sportverein, der hat ja in seiner gut 114-jährigen Geschichte schon so viel erreicht. Er war mehrfach deutscher Meister, Pokalsieger, zweimal Europacup-Sieger. Aktuell jagt der HSV einen ganz besonderen historischen Bundesliga-Rekord. Der stammt aus der Saison 85. Da hat Waldhof Mannheim achtmal hintereinander unentschieden gespielt. Der HSV ist zurzeit bei 6 Remis hintereinander angekommen und hat so überhaupt gar kein Interesse, diesen Rekord wirklich anzugreifen. Viel erstrebenswerter wäre heute ein Sieg gegen Hansa Rostock, um endlich den Abstiegsmief verduften zu lassen. Werner Hansch zeigt uns diese Partie und erstmal einen, dem im Augenblick wirklich fast alles stinkt. Zum Beispiel Ingo Hertz hier im Vordergrund. HSV, Nationalspieler, Vertrag bis 2003, will unbedingt weg von Hamburg und darüber denkt er laut nach. Hat so einer noch den nötigen Bock auf seinen Club? So viel Bock wie diese Hamburger Fans? 50.000 beim Nordderby. Und das liegt irgendwo weit weg zwischen oben und noch nicht ganz unten. HSV gegen Rostock. Hamburg in Rot-Weiß. Wieder mit Barbares und mit Hollerbach dafür. Hertz zurück auf die Bank und Groth ist verletzt. Bei Rostock nur eine Änderung, Viktor Agali für den gesperrten Rüdlewitz. Agali als echte Spitze, Majak und Salou sollen ihn unterstützen. Salou, Vibron, jetzt kommt Agali gegen Panadic und der Pfiff von Schiedsrichter Heinemann. Erste Minute und unsere Frage, wer war wann wo? War's schon drin? Oder noch draußen, das Foul von Panadic. Hier geht's los, da reißt er ihn. Und ich glaube, Heinemann lag richtig. Der entscheidende Zugriff war außerhalb des Strafraums. Aber der Ball liegt ja drin, Junge, das geht nicht. Emara, jetzt haben wir den richtigen Standpunkt. Kurz vor der Strafraummarkierung. Emara wird ausführen. Abgeblockt. Das war die erste Minute. Ja, der guckt uns an, der Pagelsdorf, wie der gute Nachbar von gegenüber. Barbares, echte Spitze beim HSV, Mann gedeckt von Schröder. Ansonsten hielten die Außenstürmer ihre Positionen. Agali auf Salou, Salou! Dritte Minute, 1:0 für Rostock. Bashiru Salou, sein drittes Saisontor. Und ein bisschen Kulissenzauber der mitgereisten Rostocker Fans. Alles in Ordnung bei Rostock. Agali auf Salou. Kovac kommt nicht dran. Jetzt Uifalushi und Kovac, die haben ihn doch in der Mitte. Aber sie können ihn nicht entscheidend behindern. Und dann auch noch der Tunnel gegen Butt. Er hat's gemacht, Bashiru Salou. Wenn er ihn einmal hat, den Ball so eng am Fuß mit seiner ganzen Dynamik, dann ist er schwer zu halten. Der HSV. Biekenhagen und dann Präger, Agali. Viktor Agali eben noch als Vorbereiter und jetzt als Retter im eigenen Strafraum. Direkt abgezogen. Jakobsen lag da im Strafraum, musste kurz behandelt werden, konnte dann aber weiterspielen. Der HSV mit Döfting. Lange spielte auf der rechten Außenbahn und Barbares, Sergej Barbares und seine Kopfballstärke, 16 Kopfballtore hat der HSV in dieser Saison schon fabriziert. Hier sprunggewaltig. Und man muss sagen, dass natürlich da der Biekenhagen ein bisschen schläfrig aussah in dieser Szene. Da hätte er eigentlich rangemusst, noch einmal speziell auf Sergej Barbares gehalten, unser Objektiv.
vergeben diese Chance nach 12 Minuten. Aber der HSV jetzt energisch am Drücker. Rostock immer wieder auf Konter. Und die waren nicht ungefährlich. Majak. Dann wieder Ballverlust. Schön in die Mitte gepasst von Barbares. Latte. Präger. Roy Präger, der sehr spritzig wirkte. Der häufig rochierte. Mit Madawikia die Position wechselte. Links und rechts auftauchte. Gelassenheit bei Pagelsdorf, schon ein bisschen erstaunlich angesichts solcher Chancen, die einfach nicht reingingen. HSV dominant, ein Spiel mit großem Unterhaltungswert, immer wieder schöne Szenen von beiden Mannschaften eigentlich, aber der HSV mit mehr Druck. Wieder schön in den Lauf, Bäger, diesmal mit dem schwächeren linken Spitzerwinkel vorbei. Die 25. Minute. 20 Minuten der HSV überlegen, Rostock versuchte sich zu befreien. Majak, herrliches Solo, Salou in der Mitte, bekommt ihn nicht richtig zu fassen, diesen Ball. Schöne Vorarbeit von Majak bei diesem Konter über die linke Seite. Lanz und Vibran, die beiden Defensiven vor der eigenen Abwehr. Dann Madawikia, Barbares, Heinz und Präger zum dritten. 34. Minute, ja, da kann man nicht richtig ran. Nur noch so ganz eben mit der Spitze konnte den Ball nicht kontrollieren. Roy Präger, der effektivste Hamburger Stürmer hier im ersten Durchgang. Schauen wir nochmal genau hin. Ja, er kann ihn nicht mehr in Richtung Tor bringen. So ganz eben mit der Pike war er noch da. Roy Präger. Erik Meyer, oh ja, doppelter Bänderriss im rechten Fuß. Das tut schon weh, wenn man nicht dabei sein kann. Längere Pause ist da wohl angesagt. Ein Wurf und dann Vibran aus der Distanz. Schwache Kopfballabwehr von Panadic. Genau auf den Fuß von Vibran. Der Kapitän von Hansa Rostock. Mit dem linken abgezogen. Bund lag unten, muss aber letztendlich nicht mehr eingreifen. Also 50.000 Zuschauer bei diesem Nordderby. Sehr gut unterhalten. Noch einmal Barbares und Piekenhagen. Der HSV sicherlich mit den größeren Spielanteilen. Mit mehr Druck. Aber das Tor stand für Rostock. Noch einmal Salou. Und dann war Pause. Sehr unterhaltsame 45 Minuten. Er hat das Tor des Tages gemacht, wenn es denn dabei bleibt. Ganz selten ist Rostock mal in einem Spiel mit 1:0 in Führung gegangen. Und wenn es denn so war, dann haben sie es oft durchgezogen. Aber der HSV hat sicherlich noch eine ganze Menge drauf. Und Barbares, das ist ja der Mann, der schon 19 Tore gemacht hat. Vielleicht gleich sein 20. Hamburger Volksparkstadion mit einem Salou aus besten Tagen gegen Kovac, gegen Uifaluschi und dann der Tunnel gegen Jörg Butt. 1:0 Rostock nach 3 Minuten und das war auch der Pausenstand. Eine Veränderung hat es gegeben bei Hansa Rostock. Benken musste raus, Sven Benken, der hatte schon gelb, für ihn kam Marco Zallmann. Begründung von Trainer Friedhelm Funkel bei einem Schiedsrichter Heinemann. Hätte er Bedenken, ob er mit Bänken komplett das Spiel beenden könnte. Der HSV gleich wieder Druck vor. Töfting, jetzt kommt Uifaluschi in die Szene. Uifaluschi, Schröder geht weg von Heinz. Heinz aus der Drehung, 46. Minute, der Ausgleich. Sein 4. Saisontor, Marek Heinz. Heute eine Art hängende Spitze, oft hinter Barbares. Aber jetzt stand er ganz vorn. Prächtiger Linksschuss, hoch oben rein.
da konnte Piekenhagen nichts halten. Uifaluschi. Jetzt sehen wir, Schröder verlässt seinen Mann. Gegweg von Heinz. Jakobsen kommt zu spät. Und dann dieser tolle Schuss aus der Drehung. Keine Chance für Piekenhagen. Der Ausgleich fraglos verdient nach der überlegen geführten ersten Halbzeit. Noch einmal die schöne Vorarbeit von Uifaluschi. Jetzt sehen wir, wie Schröder weggeht von Heinz. Jakobsen ist zu spät dran und Piekenhagen hat keine Chance. Hollerbach auf Bräger, dann wieder Hollerbach. Ja, von den Außenpositionen muss jetzt mehr Druck aufgebaut werden beim HSV. Hier wird er gefoult von Salou. Hollerbach links und auf der rechten Seite, da muss Uifaluschi was bringen auf dem Weg nach vorne. Recht freundschaftlich das Spiel bisher eigentlich. In den letzten drei Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften hier im Volkspark gab es 4 Platzverweise. Also doch gar nicht so schlimm, Frank, sich da aufzuregen. Alles im grünen Bereich. Madawikia. Dann ist Heinz da. Einmal abgeblockt. Noch einmal Marek Heinz. Und mit den Fingerspitzen lenkt Piekenhagen den Ball an die Latte. Der blühte förmlich auf, der Marek Heinz. Freistoß von der linken Seite mit rechts von Madawikia. Vor das Tor gezogen und dann Heinz einmal, zweimal. Toll reagiert von Piekenhagen. Ja, etwas Lethargie jetzt vorne bei den Angreifern von Hansa Rostock. Die gingen gar nicht mehr mit. Die arbeiteten jetzt nicht mehr nach hinten. Die Bälle kamen gleich wieder zurück. Und deshalb der HSV mit unverändertem Druck. Uifaluschi. Bräger. Schwache Abwehr. Wieder Heinz und Niko Kovac. Schön, schnell und direkt gespielt. Hier wollte er einen Lupfer ansetzen. Und die Stimmung nach wie vor prächtig. Denn der HSV machte das Spiel. Rostock versuchte sich von hinten zu befreien. Und auch einmal den Beweis zu führen, dass man Fußball spielen kann. Salou von hinten heraus auf Wibran. Lanz, jetzt läuft in der Halbposition Schröder mit. Wird angespielt. Und jetzt der Pass auf... auf Agali wollte ich sagen und dann sowas. Raik Schröder, der geschmeidigste Eisenfuß der Rostocker Abwehr. Da fehlt ihm einfach die Übersicht. Es war einer der wenigen Konter, die Rostock jetzt noch ansetzen konnte. Der HSV unverändert im Vorwärtsdrang. Wieder Madawikia. 63. Minute. Ein dankbarer Ball für Martin Piekenhagen, der ja in der kommenden Saison das Tor des HSV hüten wird. Natürlich kann er nicht zufrieden sein. 6-mal unentschieden in Folge. Ein mäßiges Ergebnis seiner Mannschaft. Ein Sieg muss her. Von rechts mit links und dann Niko Kovac, die 69. Minute. Wieder eng vor das Tor gezogen, Barbares verlängert und dann Niko Kovac mit der schwersten aller Möglichkeiten, Kopfballaufsetzer. Ich habe mal geschaut und hatte den Verdacht, dass es womöglich abseits war. Aber wir blättern die Szene um, Spiel lief weiter und was ist da passiert? Heinemann läuft zu seinem Assistenten. Oh, 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 oh. Irgendwas ist da im Busch. Kurze Beratung und dann ruft er sich den Agali. Der hatte schon gelb. Man kann sich denken, was kommt. Gelb-rot, 75. Minute. Agali muss runter. Was war denn da wohl passiert? Vorangegangen ein Zweikampf. Mit Niko Kovac. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Kovac den Agali umgerissen. Mehr sagen mir die Bilder nicht. Der Anlass, sich aufzuregen, der war auf der Seite von Agali. Aber jetzt die verbale Attacke, die Beleidigung gegen den Assistenten, das war ein Tick zu viel. Das war ein böses Satire-Spielchen. Damit hat er sich und der Mannschaft geschadet. Sein 3. Platzverweis. Der Doppelwechsel beim HSV kurz darauf. Rausgehen.
gingen Hollerbach und Präger und es kamen Yilmaz und Marinus Bester. Der ging jetzt ganz vorne rein an die Seite von Barbares. Totale Offensive beim HSV. Bloß nicht wieder ein Unentschieden. Kovac hier gegen Schröder. Kovac. Schwache Abwehr, Piekenhagen, dann Marinus Bester. Salman rettet da für seinen Keeper, der nicht so gut aussah in dieser Szene. Da hätte er einfach souveräner reagieren müssen, der Martin Piekenhagen. Hier kommt es nochmal. Bester ist da, aber dann im letzten Moment von Salman geklärt. 90. Minute, die Ecke abgewehrt und dann Marinus Bester in der 90. Minute. 2-1 HSV. Jetzt wird er natürlich betatscht und betätschelt. Jetzt ist er unser Bester. Marinus, sein zweites Saisontor. Zuletzt traf er im November 2000. Jetzt sind wir im Volkspark und das Volk ist begeistert. Noch einmal dieser schöne Kopfball, der abgeblockt wird und dann ist er genau da, wo er sein musste. Marinus Bester, sein großer Auftritt. Wo bitte geht's hier zum Film? Das Spiel war aus. Erfolg braucht Emotionen. Frank Pagelsdorf. Ja. Ein hochverdienter Sieg. Zufriedengestellte Fans. Keinen Zweifel gab es an diesem Erfolg. Keinen einzigen Torschuss hat Hansa Rostock im zweiten Durchgang abgegeben. Das sagt alles. Und jetzt wollen wir doch gerne mal hören, was Leute sagen, die ganz zum Schluss ein entscheidendes Tor kassieren. Rainer Bartels, bitte. Weiß ich nicht, ich habe gerade schon gesagt, letzte Woche habe ich gesagt, 39 Punkte dürfen wir uns nicht auf der sicheren Seite fühlen. Wir hätten heute hier einen Punkt machen müssen, dann wären wir durch gewesen. 92. Minute haben wir das Gegentor kassiert, damit Spiel verloren. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Feuchtes Stillleben mit Frank Pagelsdorf. Die Augen wurden nass, Gedanken gehen durch seinen Kopf. Ein großes Jahr war das Vergangene. Jetzt stand er stark unter Druck. Der jetzt rauskommt, lass laufen, Frank. Und jetzt gehen wir zu unserem Kollegen Lou Richter, der hat einen Gast bei sich, der auf mich, das muss ich ganz deutlich sagen, schon einen merkwürdig abwesenden Eindruck macht. Lou Richter, bitte. Der Hamburger Sportverein versaut sich in allerletzter Sekunde den Vereinsrekord von 7 Unentschiedenspielen in Folge. Kein Mensch ist darüber traurig. Niko Kovac. Jetzt 39 Punkte auf dem Konto, 6 vor Cottbus. War es das? War das die Rettung? Also ich glaube, wir sind nah dran. Rechnerisch ist sicherlich noch was möglich für die Unteren, aber ich glaube, das werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ihr seid jetzt seit 9 Spielen in Folge ungeschlagen. Ist es da nicht fast schade, dass die Saison so bald aufhört? Ja, sicherlich. Also wir hätten uns mehr vorgestellt, aber wir müssen damit zufrieden sein, dass wir jetzt 39 haben und noch 3 Spiele und dann müssen wir die, ich sag mal, doch schlechte Saison abhaken und nächstes Jahr was Neues versuchen. Mit Ihnen eigentlich? Ja gut, das weiß ich nicht. Das steht noch nicht fest. Offiziell erst ab 2002, das andere kann ich im Moment nicht sagen. Das müssen die Bayern beantworten. Ja, beziehungsweise der HSV. Gut, dann warten wir das ab. Vielen Dank, Niko Kovac. So, also für den HSV war das nach dieser langen Durststrecke, nach dieser sieglosen Durststrecke heute ein gewaltiger Schluck aus der Pulle. Und Heike Weigert und Rainer Bartels haben noch ein paar Reaktionen eingeholt. HSV jetzt die größten Sorgen los? Ja, wenn man auch mal auf unser Punktepolster jetzt mal zu den Abstiegsrängen hinsieht, dann denke ich mir mal, haben wir uns der größten Sorgen entledigt. Und das war unser Ziel. Wenn ich jetzt sage, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, würden Sie das annehmen? Ja, zu 80%. Weil noch 3 Spiele da sind und ich denke, Unterhaching hat auch gewonnen. Aber ich denke, wir haben jetzt gute Polster von 6 Punkten Vorsprung und wir haben noch 2 Spiele zu Hause. Das war schon heute ein Meilenstein in Richtung Nichtabstieg. Es war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt und heute haben wir das Quäntchen Glück gehabt, dass uns gegen Köln gefehlt hat, wo wir ein klares Tor gemacht haben. Ist es nur das Glück, was in den letzten Wochen immer wieder gefehlt hat? Natürlich auch ein bisschen Unvermögen. Wir haben mal wieder, ich weiß gar nicht, wie viele hundertprozentige Torchancen gehabt. Wenn Sie das Tor eben auf einer Skala der Wichtigkeit Ihrer Karriere einordnen würden, wo würde das stehen?
natürlich ganz, ganz oben. So viele Tore habe ich in der Bundesliga noch nicht gemacht, zwar in anderen Ligen, aber in der Bundesliga, glaube ich, war das heute mein 6. Tor oder das 5. Tor. Und das war mit Sicherheit mit großem Abstand das Wichtigste. Einen klitzekleinen positiven Aspekt für Hansas Trainer Friedhelm Funkel hat dieser HSV-Sieg in jedem Falle. Der wohnt nämlich in Rostock in einer Wohnung, die Frank Pagelsdorf, dem HSV-Trainer, gehört. Und der hatte angekündigt, wenn das hier heute schlecht für ihn ausgeht, dann will er die Miete satt erhöhen. Diese Gefahr ist also zumindest für Friedhelm Funkel abgewendet. Die Abstiegsgefahr für den HSV wohl auch. Und damit geht es einigermaßen harmonisch zurück nach Unterhaching. Nur kurz zur Erinnerung, auch hier im Sportpark hat es einen Heimsieg gegeben. Die Spielvereinigung Unterhaching hat in einem turbulenten und höchst ansehnlichen bayerischen Derby gewonnen gegen 1860 München mit 3:2. Über zu wenig Tore können wir uns heute wahrlich nicht beklagen. Was für Auswirkungen das hat auf die Tabelle, das schauen wir uns gerade mal an. Zunächst die obere Hälfte und da sehen wir nach wie vor Schalke als Tabellenführer. Jetzt aber punktgleich mit Bayern München, also nur durch die bessere Tordifferenz oben. Dann wird es eng, was die heiß begehrten Champions League Plätze angeht. Wir gucken nun aber mal auf die untere Hälfte, denn da hat sich heute ja eine Menge getan. Bei 1860 München nicht. Die sind auf Platz 11 geblieben, aber für Hamburg ging es einen Platz rauf. Auf 12 mit 39 Punkten dürften sie eigentlich durch sein, genau wie Rostock. Ja, und nun wird es natürlich kritisch. Nach wie vor für Stuttgart und Unterhaching, beide mit 34 Punkten. Nur ein Punkt trennt sie von einem Abstiegsplatz. Da stehen derzeit Cottbus, Frankfurt und Bochum. Das